Die Trauminsel, eine Survival-Map von Kunga. Es war einmal ein kleiner Junge, der oft bei seinem Opa übernachtete. Und wie es sich für eine richtige Übernachtung bei seinem Großvater gehörte, hatte ihm dieser immer viele Geschichten erzählt. Sehr viele Geschichten. Die einen waren lustig, die anderen gruselig oder sogar mysteriös, doch wahr war keine von ihnen. Zumindest fast keine. Denn an einem Abend erzählte der Großvater dem kleinen Jungen eine ganz sonderbare Geschichte über eine Insel, die in einer anderen Dimension liegen soll. Doch zu dieser Insel zu gelangen ist schwer. Nur Menschen mit einer reinen Seele können dorthin gelangen, im Schlaf. Diese Geschichte war eigentlich unglaublich, doch da der Junge wusste, dass sein Großvater ihn nie anlügen würde, glaubte er ihm sofort. Wieder zu Hause erzählte er die Geschichte seiner Mutter, die sie als dummes Geschwätz eines alten Mannes abtat. Und so vergaß der Junge die Geschichte und gab all seine Hoffnungen auf die geheimnisvolle Insel auf. Zu früh. Denn einige Wochen später träumte der Junge einen ganz besonderen Traum. Er träumte von einer Insel. Mehr noch, es war genau die Insel, von der ihm sein Großvater erzählt hatte. Doch sie war noch viel schöner als in der Erzählung. Und der Traum war so detailreich wie kein anderer. Nein, es war sogar so unglaublich realistisch, dass es kein Traum mehr sein konnte. Und das war es auch nicht mehr, denn zwischenzeitlich ist der Junge mitsamt seinem Zimmer in einer anderen Dimension angelangt. Auf der Insel. Und der Junge ist nicht irgendwer. Das bist du. Jetzt liegt es an dir, diese geheimnisvolle Insel zu erkunden und ihre Aufgaben zu meistern. Viel Glück. Jo, Leute! Hier sitzt wieder Eisli, Nemo und der Tight Day-Typ, dieser Hans Wurst. Und eigentlich bin ich gar nicht dabei, ich spiele gar nicht mit und ich habe auch total ranzige Mikroqualität, aber das juckt mich heute mal nicht. Ich dachte mir, ich schleiche mich mal eiskalt hier rein und moderiere diese Folge an. Ich habe auch keine Ahnung, was ihr spielt, das habt ihr mir nicht gesagt. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ihr hier aufnimmt, aber Leute, guckt zu, ich verpiese mir nämlich jetzt. Ich werde nicht die ganze, oder ich könnte auch die ganze Folge moderieren. Nein, das mache ich nicht, das wäre ein bisschen blöd. Guckt euch das Ganze an, schön Däumchen nach oben geben und Handy halt die Schnauze. Und freut euch einen runden Keks hier bei den Folgen und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder, wenn ich morgen wieder dabei bin und ich schleiche mich einfach ganz leise raus. Bis dann, tschüss. Tschüss, Ernie. Alles klar, ja, und ich begrüße euch natürlich auch nochmal zurück und zwar zusammen mit der Nemo und mit der lieben Eisli. Hallo. Und wir starten ein neues Projekt. Genau, das, was Early nicht wusste, ist, dass wir hier ein Minecraft-Projekt neu starten. Und zwar heißt dieses Projekt Trauminsel. Das ist eine Adventure-Map vom Kunga. Und ja, ich würde mal sagen, wir... Eisli, du hast gerade die Projektliste offen, was wir zu tun haben. Ja, erzähl es mal, gibt ganz viele Sachen, die wir zu tun haben. Aber vorher würde ich noch sagen, das Intro, was ihr jetzt da vorne gehört habt, wurde von dem lieben Chunky gesprochen. Wir brauchen was zu essen. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung unten und natürlich auch meine Mitspieler. Das ist ein so in der Art wie Skyblock, bloß auf die veraltete Art und Weise. Also wir haben hier eine Liste, wo ich nebendran offen habe, was wir alles zu tun haben. Und eine Aufgabenliste, ja. Ich würde mal sagen, irgendjemand kümmert sich um Essen, während ich das vorlege. Also unsere Aufgaben bestehen da drin. Erstens, baue dir eine Workbench. Oh, warte, das kann ich sogar machen. Oh. Ja, vielleicht gibst du, also ich brauche noch Abbaurechte. Ich konnte mir Erde abbauen, aber kein Holz. Nee, du hast hier, weil hier Spawn Protection ist. Ach so. Ja. Warum macht ihr denn Spawn Protection? Ich weiß nicht, warum das da drin ist. Das, okay, jetzt ist es ja erstmal noch nicht so wichtig. Ja, ich habe euch gerade OP'd, ihr müsstet es jetzt eigentlich können. So. Ja, wir können das jetzt. Ja, genau. Okay. Wie gesagt, die Map ist halt ewig alt und dementsprechend spielen wir hier auch auf einem älteren Server. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Okay, Eisli, du wolltest die Aufgaben vorlesen, die wir zu tun haben. Ja, ich habe sogar die erste Aufgabe schon mal erledigt und zwar habe ich eine Workbench gebaut. Das war die schwerste Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hey, ich frage mich, wo die Viecher herkommen. Die Töne, gell, die sind irgendwo unter der Erde. Dann in Nummer 2 ist, bau dir ein Haus.
Das ist ja hier so ein bisschen zerstört. Ach komm, Haus ist, ist undefiniert, ja, dann haben wir ja, aber wir bauen uns trotzdem ein schönes Haus, oder? So, wir sind eigentlich schon fertig mit diesem Projekt. Das waren die einzigen beiden Aufgaben. Vielen Dank, Leute, zuzuschauen. Genau. Ich mach Nummer 3 war, baue dir ein Bett, baue eine Weizenfarm, erstelle 10 Brote, baue eine Melonenfarm, sammle 30 Melonenstücke, baue eine Kürbisfarm, sammle 10 Kürbisse, baue eine Kaktusfarm, sammle 30 Kakteen. Oh, sie haben es sogar richtig gut geschrieben. Kaktusse. Sammle 30 Kaktusse. Sammle 30 Kaktussen ein. Erstelle einen roten Riesenpilz. Erstelle einen braunen Riesenpilz. Oh, das passt aber nicht zu unserem Haus. Das geht nicht. Wir können keine Riesenpilze machen. Das sieht nicht gut aus. Ja, dann müssen wir die verstecken. Wir können doch einen Riesenpilz als Haus benutzen. Haben wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, aber dann müssen wir erstmal Pilze finden. Angle und brate 10 Fische. Dann backe einen Kuchen. Finde alle versteckten Tiere in Klammer. 2 Schweine, 2 Schafe, 2 Kühe, 1 Huhn. Okay, 2 Schweine habe ich schon mal gefunden. Einmal dich und einmal dich. Okay. Hey. Warum hast du mich geschaut? Weil du Schwein zu mir gesagt hast, Hans Wurst. Hans Wurst? Nein, das wollten wir nicht einfügen. Doch, das denkst du. Das wollten wir einfügen. Okay, warte, es geht noch weiter. Baue dir eine Tierfarm und züchte alle Tiere. Züchten heißt einmal breeden, oder? Ja, also so, ja. Dass man halt die beiden Eltern und ein Kind hat, ne? Blau. Oh, ich habe die Schweine gefunden. Ein Schwein habe ich gefunden. Das ist ja versteckelt. Also, ich habe Sand gefunden. Boah, ihr seid beide so unglaublich talentiert. Oh nein, ich habe das Schwein geschlagen. Oh nein, das Schwein kommt raus. Kann es runterfliegen von der Map? Ja. Ja. Ja, oh, ich denke schon. Oh oh. Schwein, gehst du bitte in das Loch? Ich habe dir hier ein wunderschönes Loch. Schwein, bleib da! Das Loch muss weg. Das Loch muss weg. Aber wir spielen ja auf der Version, wo Schweine noch mit Weed, ne? Nein, wir spielen auf der 1.8 Spatze. Was machst du denn jetzt? Also brauchen wir Karotten, um Schweine zu züchten. Ja. Das Ding ist einfach, es kann einfach sein, da diese Map noch von 1.4 ist. Ja, dass wir das... wir kriegen doch Karotten und sowas von Zombies. Echt? Ja. Was denn? Und Kartoffeln auch. Ja, was? Stimmt. Seit wann das denn? Das ist schon... Ja. Egal, kann ich mal die Liste weiter vorlesen? Ja. Okay, mach. Okay, das sind nicht mehr viel. Baue dir einen Cobblestone-Generator, finde die 5 versteckten Netherracks, finde die 6 Diamanten. Und die Regeln sind, keine Hex und du sollst... Keine Hex und du sollst nicht die Trauminsel verlassen. Wie keine Hex? Warte, ich muss mal Minecraft neu starten. Keine Blöcke cheaten und so. Oh, das ist dann doch voll langweilig. Oh, ist so scheiße hier, ne? Oh, Jungs, ey. So ein Kackprojekt. Ich dachte, es wäre viel geiler hier. Spatzels, aber ich verhungere bald, wenn jetzt... Mach mal eine Weizenfarm. Hat jemand Weed? Bau mal das, ja. Ey, Bruder, so Weed. Also, ich habe auf jeden Fall Klostein gefunden. Klostein? Und eine Kiste! Bitch! Ja! Ist da was zu essen drin? Ein Kaktus und ein Bucket. Und eine Kaktusse. Das ist eine Kaktusse. Okay. Du Kaktusse. Was? So. Ich würde vorschlagen, wir ebnen das Ganze einmal. Ja, dann, ich will auch eine Ebene. Genau, Regnet und dann das. Haben wir erstens ein paar Ressourcen abgebastelt und dann kann es ja auch gleich weitergehen. Also, ne, hier Schlag auf Schlag. Hier müssen wir, habt ihr euch schon Werkzeuge gebastelt? Ich habe eine Holz-Hoe und Pickaxe. Okay, ich habe alles aus Holz außer eine Hoe. Ich habe... Meine Hoe ist aus Fleisch und Blut. ich habe eine Pickaxe. Kein Kommentar, ey. Ich hab den gefeiert. Gut. Ich hab hier noch bemooste Steinziegel und Steinziegelstufen. Ja, es wäre gut, wenn wir uns mal eine Chest oder so bauen, ne? Ich würde vorschlagen, ich bastel uns erstmal schon mal an. Nee, ich mach jetzt erstmal kurz ein paar Werkzeuge. Das Ding ist, brauchen wir die Lava? Ich baue die erstmal so zu. Ja, natürlich brauchen wir Lava für den Cobblestone-Generator. Hm. Ach, ja. Hä?
Falk, ich sag, machen wir uns mal eine Chest. Habe ich nicht gerade eine Chest gefunden? Spatzels, ja. Bin ich jetzt halt blöd oder wie macht man nochmal Zäune? Du brauchst Sticks und die dann drei Sticks. Und dann drei nebeneinander, zwei hoch, drei breit. Mache ich so, aber da kommen keine Zäune raus. Ja, jeder verhungert hier gerade. Mach mal hier, mach mal da einen Zaun. Mach mir mal Zaun. Gib mir deinen Zaun, ich geb dir meinen. What? Okay. Hä? Gab's den überhaupt schon in der 1.8? Nein! Gab's den schon in der 1.8? Mein Energy ist gerade auf den Boden gefallen. Und läuft aus. Es muss doch schon einen Zaun geben. Ja, nein, die 1.8 ist die neueste Spatze. Wenn du noch einmal Spatze sagst, ja? Ich raff's nicht mit den Zäunen. Vielleicht haben sie das Crafting-Rezept geändert bei der 1.8. Nee. Ja, doch, könnte aber sein. Nein, das haben die doch noch nie gemacht. Weiß Blau. Ich nicht. Ich wollte jetzt... Ich hab Schaf gefunden, ich hab ein Schaf und eine Kiste und eine Kiste und ein Schaf und ein... Okay, ich hab das Ende gefunden. Ich baue uns jetzt erstmal ein schönes kleines Häuschen. Ein Knochen und eine Melone. Ich sterbe. Ja, egal. Juckt uns nicht. Ich hab ein Herz. Ich hab eine Melone. Ach, das juckt nicht. Ich hab ein halbes Herz. Ich hab noch zwei... Nee, gar keinen. Ich hab noch alle Herzen außer eins. Ich hab ein halbes. Ja, ich hab... Ich ein halbes Herz und ich hör Zombies. Vielleicht ist das einfach der Hunger, der dich ein bisschen halluzinieren lässt. Ich höre Zombies. Ist okay, Hanswurst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben ein blaues Schaf. Ah, Zombie. Ah, komm, der Retter in der Not, Tightay hier mal wieder am Stissel. Du meinst Hanswurst? Nein, Tightay. Du hast mir gerade mein ganzes Holz abgenommen und nicht wiedergegeben. Willst du, wetten, ich werde gewinnen? Ja, natürlich wirst du gewinnen. Ich habe noch ein halbes Herz und drei Hungerkeulen. Soll ich mal zuschlagen? Jetzt? Nein, gib mir jetzt mein Holz. Was denn? Welches denn? Fünf? Wie viel hattest du? Die Sticks, Die Sticks, die habe ich doch schon längst in die Kiste getan. Hau mich mal. Dankeschön. Bitteschön. Oh, jetzt falle ich aus der Map. Ich schlag keine Frauen. Wenn du jetzt nicht wieder reinkommst. Nein, gar nicht. Ne? Dann ist es nicht meine Schuld. Achso, du bist ja schon wieder. Den Knochen kann ich mal drin lassen. Ich brauche noch ein Holz. Dann kann ich uns eine Tür basteln. Ich liebe dieses 3D-Texture-Pack. Ja, wir können es leider nicht sehen. Nee, aber meine Zuschauer. Ich spiele es ohne Texture-Pack übrigens. Ja, das ist bei mir auch das Standard-Texture-Pack, nur eben 3D. Ich habe das Sword-Hex. Oh, hier ist eine Melone. Warum habt ihr die Melone nicht gegessen? Nein, nicht essen, wir brauchen die Kerne. Was? Nein, hast du sie jetzt gegessen? Ja. Du bist doch echt bescheuert. Wir müssen noch eine Melonenfarm machen. Nein. Oh, habe ich doch. Nein. Ich schwöre. Hol sie raus. Vielleicht ist sie noch im Magen. Meine. Oh, ich habe doch gesagt, ich habe sie nicht gegessen. Ja, sie ist noch da. Ich habe sie gerettet. Mann. Gib mir sofort meine Sachen wieder. Die sind alle in der Kiste. Oh, oh Gott, ich war gerade so geschockt, dass ich einfach nur so... Wie jetzt? Wir können dieses Spiel nie beenden. Ja, mit Eisli nicht. Wieso mit mir? Wenn du zusammenschlägt, wenn du Melonen isst. Eigentlich müsste ich sie jetzt mal aus Prinzip essen. Ich hätte gerade beinahe den Block unter mir abgebaut. Ist natürlich. Ey, gib mir sofort mein Schwert zurück. Ich hab dein Schwert nicht. Aber sofort. Ich hab dein Schwert nicht. Aber zack, ich meine Dame hier. Ich hab dein Schwert nicht. Guck aber mal, ob zack, das noch zack. Rumliegt. Oh, da unten. Da unten liegt's, ja. Oh. Okay. Soll ich mal Knochenmehl machen? Ja. Ja, mach mal Brot. Ja, hast du Weizen? Ja, ich hab's angepflanzt am Wasser. Wo? Ach, da. Da, wo der Sinnfisch ist. Sinnfisch. Fresh. Side. Aber Leute, habt ihr schon mal auf die Uhr geguckt? Oh, ich hab Eisen gefunden. Fresh. Excited. Nee, ich bin gerade abgelenkt. Ich kann gerade nicht auf die Uhr gucken. Wenn ich so weiter singe, komm, schlägt der GEMA-Tracker zu. Weil ich hab einfach 6 so Eisen. Ist das schon, wenn man selber singt? Nein, aber ich singe einfach sowas von überzeugend. Ach, du singst, ja. Fast wie das Original. Ja.
Wow, oh, wow. That's a meme. Noch eine Ebene runter. Gut, dann beenden wir mal die Folge. Echt? Ja. Sind wir schon soweit? Das hat Eisen gerade schon so dreimal gesagt. Echt, hat sie? Ja. Ja, mir wird nicht zuhören. Es hat einen Grund, warum ich dir nie zuhöre. Dankeschön, Hans Wurst. Nett von dir. Eisli. Okay. Wie soll das hat's irgendwie nicht gebracht. Doch. Nein, so gar nicht. Doch. Blau. Okay, ich würde sagen, damit sagen wir Tschüss an dieser Stelle. Macht's gut. Da läuft ein Schaf rum, das wahrscheinlich die Map runterfällt, aber egal. Ich kann hier keine Zäune craften. Bis dann. Ciao. Tschüss.